Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Verleihung des Zedler-Preis für freies Wissen hier in Berlin 2012. Mein Name ist Pavel Richter, ich bin der Vorstand von Wikimedia Deutschland und heiße Sie und heiße euch alle herzlich willkommen zu einem tollen Nachmittag, in dem wir etwas feiern. Wir feiern die Verleihung des Zedler-Preis für freies Wissen. Das hat zwei Komponenten, einmal Zedler und einmal einen Preis. Warum Zedler? Warum benennen wir den Zedler-Preis nach Johann Heinrich Zedler? Im 18. Jahrhundert war er der Initiator eines Universallexikons und damit eigentlich etwas, was Wikipedia auch gerne und tut, nämlich eine Enzyklopädie zu schreiben. Und es war eine der größten Wissenssammlungen des 18. Jahrhunderts, die Johann Heinrich Zedler damals erstellt hat. Das alleine würde ihn vielleicht noch nicht qualifizieren zum Patron dieses Preises, aber er war ausgesprochen erfolgreich in dem, was er tat. 284.000 Artikel, ziemlich gut, muss ich sagen. Und er hat sich verlassen auf anonyme Autoren. Er hat, anders als andere Enzyklopädisten seiner Zeit, sich nicht ausschließlich an Fachautoren gewandt, sondern er hat sich auf anonyme Autorinnen und Autoren verlassen. Und spätestens das macht ihn doch sehr vergleichbar zu dem, was Wikipedia ist. Somit also Zedler, Johann Heinrich Zedler als Namensgeber für den Preis, den wir heute verleihen. Aber warum überhaupt einen Preis? Einen Preis verleiht man, weil man etwas feiern möchte. Und zu feiern gibt es wahrlich Großartiges. Normalerweise in der Vergangenheit feiern wir immer gerne bestimmte Zahlen oder Meilensteine. Im letzten Jahr war das 10 Jahre Wikipedia. In einigen Wochen wird es der Umstand sein, dass wir dann bei 500 Millionen Besuchern von Wikipedia-Projekten weltweit pro Monat sind. Die deutsche Wikipedia ist mit 1,4 Millionen Artikeln die zweitgrößte Wikipedia-Sprachversion der Welt. Also es gibt viele Zahlen, die man feiern kann. Aber wir haben uns entschlossen, wir möchten einen eigenen Anlass schaffen, um etwas zu feiern. Wir möchten einen eigenen Anlass schaffen, um etwas zu feiern, nämlich die Community, die Leistung der Wikipedianerinnen und Wikipedianer, der Menschen, die sich freies Wissen auf die Fahnen geschrieben hat. Und das ist die Grundidee hinter dem Zedler-Preis für freies Wissen, dass wir die Community, ihre Leistung in den Mittelpunkt stellen wollen. Warum tun wir das? Wir tun das, weil die Community, und das ist eines der faszinierenden Erfahrungen, wenn man mit Wikipedianern zu tun hat, ich kenne niemanden, der so kritisch mit sich selbst umgeht und mit Wikipedia umgeht wie Wikipedianer. Das ist tatsächlich so. Während alle da draußen begeistert sind von Wikipedia, sind Wikipedianer selber sehr kritisch, wenn es um ihre eigene Arbeit, um ihre Prozesse, um ihre Community geht. Und bei aller berechtigten Selbstkritik, die immer sicherlich notwendig ist, um sich auch zu verbessern, so muss man doch auch sagen, das, was Wikipedianer leisten, ist einfach grandios und großartig. Und der Zedler-Preis für freies Wissen möchte genau das in den Mittelpunkt stellen. Es ist der Zedler-Preis feiert das ehrenamtliche Engagement von Tausenden von Menschen, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, freies Wissen in Form einer Enzyklopädie der ganzen Menschheit zur Verfügung zu stellen. Und dieses ehrenamtliche Engagement in den Mittelpunkt zu stellen, das ist die Idee hinter dem Zedler-Preis für freies Wissen. Wir tun das dieses Feiern sehr öffentlich, denn wir wollen, dass auch der Entstehungsprozess, dass die Menschen hinter Wikipedia, dass die Menschen hinter den Projekten für freies Wissen sichtbar und sichtbarer werden. Wir alle, die wir keine Wikipedianer sind, profitieren von dieser großartigen Leistung. Wir alle freuen uns jeden Tag, dass Wikipedia da ist. Und der Zedler-Preis soll einer der Momente sein, wo man mit denen in Kontakt kommen kann, die das erst möglich gemacht haben, die Wikipedia zu dem gemacht haben, was es ist. Deswegen verleihen wir den Zedler-Preis für freies Wissen 2012. Wir haben 117 Einreichungen gehabt in drei Kategorien. Wir werden heute auch drei Kategorien verleihen, nämlich den Wikipedia-Artikel des Jahres in der Kategorie 1. Die Kategorie 2 ist das Community-Projekt des Jahres und die Kategorie 3 ist das externe Wissensprojekt. Was sich genau dahinter verbirgt, wer die Nominierten sind und wer die Preisträger sind, dafür haben wir uns Laudatorinnen und Laudatoren eingeladen. Bevor ich an die erste Laudatorin übergebe, möchte ich
mich bedanken bei denjenigen, die den Zedlerpreis für freies Wissen möglich gemacht haben. Das ist zunächst einmal die Community, über die ich schon gesprochen habe. Denn wir haben uns nicht hingesetzt und im stillen Kämmerlein uns überlegt, wie könnte man so einen Preis machen, welche Kategorien könnte man machen, sondern wir haben da einen sehr offenen, sehr kollaborativen Prozess geführt. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Wikipedianerinnen und Wikipedianern, die sich in den letzten Monaten Gedanken gemacht haben um dieses Konzept, die Kategorien sich überlegt haben und natürlich auch diejenigen, die die 117 Einreichungen vorgenommen haben. Herzlichen Dank an euch für diese großartige Unterstützung. Zweitens möchte ich mich bedanken bei den Jurorinnen und Juroren. 15 Menschen haben sich sehr viel Zeit genommen, die 117 Einreichungen in den drei Kategorien zu sichten, zu bewerten. Es gab kontroverse Diskussionen, es gab aber in jeder Kategorie auch eine klare Entscheidung. Und den Jurorinnen und Juroren möchte ich gerne danken. Vielleicht können diejenigen, die heute hier sind, mal kurz die Hand heben, damit man sieht, wer hier von der Jury anwesend ist. Euch allen ein herzliches Dank und auch denjenigen, die heute nicht hier sein können. Dankeschön. So, kommen wir zur Preisverleihung. Kommen wir zur Verleihung in der Kategorie 1, Wikipedia-Artikel des Jahres. Hierzu bitte ich zu mir auf die Bühne als Laudatorin Eileen Oeberst vom Leibniz-Institut für Wissensmedien aus Tübingen. Eileen Oeberst, Psychologin und Wikipedia-Forscherin. Herzlichen Dank und ich übergebe jetzt an Eileen. Der erste Nominierte vielleicht, okay, wir sind schon weiter. War das Goetheanum? Genau. Der zweite nominierte Artikel in der Kategorie Wikipedia-Artikel des Jahres ist die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Der dritte nominierte Artikel ist der Artikel zu Methanol. Der vierte Artikel in der Kategorie ist der Artikel zum nationalsozialistischen Untergrund. Der fünfte Artikel ist der Artikel zur Nuklearkatastrophe von Fukushima. Und der sechste Artikel ist der Artikel zum Pizzakarton. Es ist jetzt meine Ehre, sozusagen rauszufinden, wer der Gewinner ist. Und der Gewinner ist der Artikel Nuklearkatastrophe von Fukushima. Und ich muss sagen, es ist mir eine ganz besondere Freude, dass dieser Artikel den Preis gewonnen hat. Und es ist mir auch eine ganz besondere Ehre, sozusagen die Laudatio dazu halten zu können, weil nämlich meine Kollegen und ich uns gerade diesen Artikel zumindest über die ersten paar Tage hinweg intensivst angeschaut haben, auch unter die Lupe genommen haben. Und das, was wir dabei gesehen haben, ist in aller Kürze nicht nur der ganz unermüdlicher Einsatz, ganz viele Autoren, ganz viele Beitragender, sondern vor allem, dass gerade dort die Prinzipien von Wikipedia, zum Beispiel was Belegbarkeit angeht, neutrale Darstellung, in einer wirklich enormen Art und Weise berücksichtigt wurden. Also fast alle Informationen, die irgendwie beigetragen wurden, wurden mit Belegen begleitet. Und das nicht nur aus irgendwelchen deutschen Medien, sondern aus internationalen Quellen, auch aus japanischsprachigen Quellen sogar. Und das Ganze wurde eben, wie gesagt, wirklich in einer sehr sachlichen und neutralen Art und Weise präsentiert. Und ich glaube, das ist nochmal ganz besonders zu würdigen vor dem Hintergrund, dass es natürlich ein Thema ist, was nicht nur eine ganz gewisse Expertise braucht, sondern wo auch ganz viel Unklarheit zu Anfang bestand. Also ganz zu Anfang wusste einfach niemand, worum es hier eigentlich geht, also was passiert, was für ein Ausmaß diese Katastrophe eigentlich annimmt. Und das ist natürlich ein Thema, was eigentlich emotional und ideologisch sehr stark aufgeladen ist. Insofern denke ich, ist es nochmal eine ganz besondere Würdigung. Und ich denke, das zeigt auch sozusagen die Wahl der Jury. Und ich möchte nochmal ganz kurz auch Ihre Begründung mitteilen, denn ich denke, das spricht nochmal alles an, was diesen Artikel durchaus auszeichnet. Die Jury hat den Artikel zum Sieger gekürt, weil er
weil der ausführlich und umsichtig recherchierte Text eben gerade auch unter Verwendung vieler internationaler Quellen eigenständig, umfassend und verlässlich die Katastrophe nachzeichnet, weil er wirklich ganz detailliert eine Chronologie zeichnet, aber andererseits auch immer wieder die Informationen integriert hat und versucht hat, wirklich einen guten Überblicksartikel darzustellen und weil er eben nicht nur sozusagen das tagesaktuelle Geschehen, sondern zum Beispiel gerade auch die Konsequenzen auf wirtschaftlicher, politischer oder auch globaler Ebene versucht hat, irgendwie zu skizzieren. Und insofern steht der Artikel eigentlich in den Augen der Jury prototypisch für den Anspruch der Wikipedia, ein breites Publikum zeitnah, umfassend und sachlich zu informieren, die Möglichkeiten, die Wikipedia bietet, zu nutzen. Und die Jury ist überzeugt, dass es nicht nur eine hervorragende Quelle für das interessierte Publikum, die interessierte Allgemeinheit war, sondern im letzten Jahr insbesondere auch für Journalisten und sogar Experten einen ganz hervorragenden Einstieg und Überblick in die Thematik geboten hat. Und ich denke, das ist echt eine Leistung. Insofern würde ich den Gewinner bitte auf die Bühne bitten. Wir haben, ich bin nicht der Gewinner. Bevor aber überreichen wir tatsächlich, es gibt einen Pokal, das ist der Zedler-Preis für freies Wissen in der Kategorie 1, den Achim Raschka stellvertretend für den Hauptautoren und die Autoren entgegennehmen wird. Warum er das tut, wird er gleich selber sagen. Ich möchte kurz dazu erwähnen, dass neben dem Preis es noch eine Sachleistung gibt, die sich auf dem Wunsch, der auf der Diskussionsseite zum Artikel geäußert wurde. Dort wurde gebeten, dass japanische Fachartikel ins Englische übersetzt werden, um diesen Artikel weiter auszubauen und um auch mehr Informationen noch zur Verfügung stellen zu können. Und somit übernimmt Wikimedia Deutschland Übersetzungsdienstleistungen vom Japanischen ins Englische, um genau das den Autorinnen und Autoren zu ermöglichen. Das steht hier nochmal mit drin. Achim. Also wie ich gerade schon sagte, ich bin nicht der Autor von diesem Artikel und es wird den einen oder anderen verwundern, ich habe an diesem Artikel überhaupt gar nichts gemacht. Ich habe nicht einen Edit, glaube ich, in diesem Artikel gemacht. Ich wurde gebeten von dem Hauptautor, Hauptstrukturator, wie man das in diesem Fall auch nennen mag. Das ist ein Artikel, der wurde von tatsächlich ganz, ganz vielen Leuten zusammengeschrieben. Er wurde aber strukturiert von einer Handvoll von Leuten. Und einer dieser Autoren, die da ganz vorne dabei waren, das war der Benutzer PM3. Und dieser Benutzer möchte gerne anonym bleiben. Wir haben gesagt, diesem Wunsch wollen wir natürlich entsprechen. Und wir haben ihm angeboten, dass wir quasi diesen Preis an seiner Stadt entgegennehmen und das machen. Aber er hat mir auch ein paar Worte zu seiner Motivation zu diesem Artikel geschrieben. Die will ich einfach mal vorlesen. Warum hat er sich eigentlich mit diesem Artikel beschäftigt? Und zwar, mich faszinieren Krisensituationen und technische Dinge ebenso wie das Thema Radioaktivität. Und mich hat die Herausforderung gereizt, den Artikel durch die widerstreitenden Interessen und heißen Diskussionen der ersten Monate hindurch zu moderieren. Das Detailwissen in Sachen Nukleartechnik habe ich mir mit Unterstützung des Co-Autoren Trigonometrie während der Artikelarbeit angeeignet. Das also seine Motivation, seine Herangehensweise. Ich möchte mich sehr bedanken bei PM3, dafür, dass er das gemacht hat, weil sonst hätten wir diesen Artikel in der aktuell vorliegenden Form nicht. Deshalb fände ich einen weiteren Applaus für PM3 angemessen. Nehme ich das mit? Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch dir und an den Hauptautor und die anderen Beitragenden zum Artikel zur Naturkatastrophe, Nuklearkatastrophe von Fukushima. Nimm ihn bitte mit und genau, wir. Das ist die Kategorie 1 gewesen, der Wikipedia-Artikel des Jahres. Wikipedia besteht aber nicht nur aus Artikeln, sondern Wikipedia ist eine große und eine großartige Community. Und dementsprechend steht in der Kategorie 2 das Community-Projekt des Jahres im Mittelpunkt. Und hierzu bitte ich auf die Bühne Martin Haase, ehemaliges Vorstandsmitglied des Chaos Computer Clubs, langjähriger Wikipedia-Autor, früheres Mitglied des Vorstandes von Wikimedia Deutschland,
und Grimme Online Award-Träger in der Kategorie Bildung und Wissen für seinen Blog neusprech.org, Martin Hase. So, ja, vielen Dank. Wikipedia ist ja inzwischen nicht nur die Artikel, sondern eben auch mehr. Es gibt Projekte, die sich in der Community gebildet haben, wo dann gleich ganz viele Artikel entstehen und betreut werden. Diese Projekte bilden auch oft eine Schnittstelle zwischen Wikipedianern und anderen. Und deshalb sollte eben auch ein Zedlerpreis vergeben werden für solche Community-Projekte. Und das soll hiermit geschehen. Es gibt Nominierte, die ich jetzt vorstelle. Also der erste Nominierte ist die Blume der Woche, ein virtueller Blumengruß an Wikipedia-Aktive als Dank für ihre Arbeit. Etwas, was sicherlich auch dazu beiträgt, die Stimmung in der Wikipedia auch entsprechend aufzuhellen und zu verschönern und sicherlich eine ganz tolle Motivation für viele. Der zweite Nominierte hier in der engeren Auswahl ist Geographicus Rare Antique Maps. Es handelt sich hier um eine Bildspende von über 2000 antiken Landkarten, die in der Wikipedia benutzt werden, aber leider in der deutschen Wikipedia noch ein bisschen wenig. Und ich denke, das kann sich auch durch diese Nominierung vielleicht ein bisschen verbessern. Also es gibt zu allen möglichen Gegenden und allen möglichen Aspekten antike Karten, die zum Teil wirklich sehr, sehr schön sind. Dann das österreichische Portal Denkmallisten, die Liste aller denkmalgeschützten Monumente Österreichs. Ich bin vorhin gefragt worden, ja, wenn das doch nun so viele sind, muss es dann nicht Denkmallisten oder Denkmälerlisten heißen? Ich kann daraus aus fachlichen Gründen die Antwort geben, dass Denkmallisten auf jeden Fall korrekt ist, denn im Kompositum ist das erste Element im üblichen Fall das Merkmallose, nämlich der Singular. Dann das Projekt Wiki Loves Monuments Deutschland, lokale Aktion zum europaweiten Fotowettbewerb. Ich empfehle, das unbedingt anzusehen, wie viele Aktivitäten hier an unterschiedlichen Stellen in Deutschland gelaufen sind. Das ist beeindruckend und wird auch noch weitergeführt, sodass da noch weitere Aktivitäten entstehen, mehr Artikel, mehr Bilder. Auch hier Treffen im realen Leben. Wikipedia trifft Altertum, die gemeinsame Konferenz von Wikipedianern und Altertumsforschern. Auch etwas sehr Eindrucksvolles in Göttingen hat die erste stattgefunden und es soll auch weitergehen. Daraus haben sich auch sehr viele andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit ergeben, universitäre Seminare und so weiter. Also auch vom Ergebnis her sehr beeindruckend. Und dann schließlich hier auf der Shortlist das Wiki-Projekt Kakteen, Plattform zur Artikelarbeit an Kakteengewächsen. Ich denke, wenn man etwas über Kakteen wissen will, kommt man an der Wikipedia inzwischen gar nicht vorbei. Ja, und jetzt kommen wir zum Gewinner. Ja, der Gewinner ist das österreichische Portal Denkmallisten. Ja, und jetzt kann ich auch endlich die Frage ausführlich beantworten, wie das mit Denkmalen und Denkmälern ist. Es gibt das bekannte Zitat von Robert Musil: Denkmale haben außer der Eigenschaft, dass man nicht weiß, ob man Denkmale oder Denkmäler sagen soll, noch allerhand Eigenheiten. Die wichtigste davon ist ein wenig widerspruchsvoll. Das Auffallendste an Denkmälern ist nämlich, dass man sie nicht bemerkt. Es gibt nichts auf der Welt, was so unsichtbar wäre wie Denkmäler. Ja, dieses Zitat kann ich im ersten Teil zur Beruhigung aller beantworten. Ich habe es genau nachrecherchiert und die Brüder Grimm schreiben in ihrem deutschen Wörterbuch, dass Denkmal zwei Plural hat, nämlich Denkmale und Denkmäler. Beides kann man sagen. Die Autoren sind sich auch völlig uneinig. Handelt sich um eine sogenannte freie Variation. Und sogar bei Autoren wie Goethe,
findet man beide Pluralformen, offensichtlich ohne irgendwelche Kontextfaktoren sozusagen frei austauschbar. Und von daher können alle beruhigt sein. Es gibt also Denkmale und Denkmäler und ich werde es Goethe nachtun und in der weiteren Laudatio dann auch unterschiedslos beide Formen zum Gebrauch. Ja, was hat uns bewogen, hier einen Preis zu vergeben? Man sieht es sofort, wenn man sich die Zahlen anschaut. Es handelt sich hier um fast 40.000 Denkmäler, die erfasst worden sind, also erstmal erfasst worden sind. An dem Projekt haben 227 Autorinnen und Autoren mitgearbeitet. Das ist natürlich schon eindrucksvoll. Es gibt, wenn man sich jetzt anschaut, wie das, was erreicht worden ist, sieht man, also hier auch sehr schön auf der Folie, über die eben auch die ganze Arbeit dokumentiert, dass halt wirklich bisher über die Hälfte aller Denkmäler mit Bildern versehen ist in der Wikipedia und es auch entsprechend viele Beschreibungen schon gibt, ausführliche Beschreibungen. Und da erkennt man sofort, dass so ein Projekt eigentlich nur möglich ist, wenn man kollaborativ zusammenarbeitet. Also ein Autor, selbst ein Denkmalamt, kann es alleine nicht schaffen, an allen Orten präsent zu sein und ausführlich zu dokumentieren und zu schreiben und das Ganze auch noch aktuell zu halten. Also das geht nur mit einer großen Menge Mitarbeitern, die vor Ort arbeiten. Und das zeigt dieses Projekt sehr, sehr eindrucksvoll. Es zeigt auch, dass noch einiges zu tun ist. Das sieht man weiter unten in dieser Liste. Also es gibt immerhin ganz viele Beschreibungen, die zu schreiben sind. Es gibt hier auch ganz viele Möglichkeiten, eben auch noch kleine Fehler zu beheben und zu erweitern. Und das zeigt eben, dass eben hier auch noch einiges offen ist. Und die Arbeit geht natürlich weiter. Allein was die Erfassung der Denkmäler angeht, kann man sehr schön sehen, das wird auch auf der Seite sehr schön präsentiert, auch das ist lobenswert, dass eben hier auch die Arbeit sehr schön dargestellt wird. Man kann sehen, wie eben Österreich nach und nach grün wird mit einem Animated GIF und das alles im Jahr 2011, da sieht man also auch, wie schnell das geht, eben die Denkmäler zu erfassen und natürlich ist das nicht alles, es muss natürlich jetzt noch weiter daran gearbeitet werden. Ja, und eine ganz besondere Eigenschaft dieses Projekts ist auch die enge Verzahnung zwischen einerseits Wikipedia-Autoren, von denen man ja immer glaubt, die sitzen im Keller und machen da irgendwas, schreiben an ihrem Computer irgendwas, aber das ist hier nicht der Fall, die gehen auch nach draußen und haben hier Kontakt, arbeiten eng zusammen mit dem österreichischen Amt für Denkmalpflege und auch das ist modellhaft. Auch Wikimedia Deutschland und Wikimedia Österreich sind hier tätig geworden und haben auch den Ankauf eines Scanners unterstützt, mit dem weiteres Material hier eingescannt wird und so geht die Arbeit also weiter. Es gibt auch in diesem Jahr wieder eine entsprechende Veranstaltung, eine gemeinsame und weitere Fotowettbewerbe, sodass man hier also auch in vorbildlicher Weise die Nachhaltigkeit eines solchen Projekts sehen kann. Und das schien uns einen Preis wert. Jetzt brauchen wir die Preisträger, dann übergebe ich auch hier so eine Trophäe. Herzlichen Dank, Martin Hase, für die Laudatio. Bevor ich mich an die Preisträger richte, auch hier gibt es noch einen Zusatzpreis. Du hast es gerade schon gesagt, Wikipedianer sitzen nicht nur im Keller und schreiben Artikel, sondern die kommen auch mal raus. Wir helfen ihnen ein bisschen dabei rauszukommen, damit ihr die Möglichkeit bekommt, eure Denkmäler zum Beispiel aus der Luft mal zu fotografieren. Übernimmt Wikimedia Deutschland eine Ballonfahrt in einem Teil Österreichs eurer Wahl, sodass ihr möglichst viele Sachen von oben fotografieren könnt. Vielen Dank für euer super Einsatz. Dankeschön. Danke. Und ich hoffe, jemand von euch sagt noch etwas. Schön.
Ich habe keine Rede vorbereitet, deswegen wird das jetzt kurz und spontan. Ich finde es toll, dass unser Projekt gewonnen hat, nicht nur weil ich teilgenommen habe, sondern weil es einfach ein wirklich schönes Projekt mit einer super Zusammenarbeit war. Es ist etwas entstanden, was, glaube ich, von uns, glaube ich, am Anfang keiner geglaubt hätte. Wir sind herangegangen, einzelne User haben einzelne Listen kreiert. Es ist dann das Ganze mit Wikilabs Monuments in Gang gekommen. Immer mehr User sind eingestiegen, haben mitgetan. Und ich kann nur jedem raten, wenn ihr Projekte plant, plant nicht zu viel, organisiert nicht zu viel, versucht nicht auf irgendwelchen großen Konferenzen euch abzustimmen, sondern macht einfach mal, ladet andere ein, mitzumachen und den ganzen Organisationskram, den macht ihr dann hinten nach, wenn das Projekt im Laufen ist. Weil so haben es wir gemacht und zumindest hat es für uns gut funktioniert. Die Bots haben dann die ganzen Uneinheitlichkeiten gesäubert, die haben dann die Aktualisierung übernommen. Das hat einfach dann hinten nach gut funktioniert, weil einfach dann genug Leute dabei waren, die denen Spaß gemacht hat, die sich engagiert haben und den ganzen Kram, wo man sich dann womöglich streitet und in die Haare kriegt, ob man jetzt das so nennt oder die Struktur so gestaltet, kann man hinten nach immer noch. Und hinten nach sind dann die Leute auch leichter zu begeistern, es einheitlich zu machen. Was das Zweite war an diesem Projekt, was wirklich toll war, war, dass wir so tolle Unterstützung vom Bundesdenkmalamt bekommen haben. Ohne das wäre es einfach nicht gegangen. Sie haben uns offen die Listen gegeben, sie haben uns später mit den Primärschlüsseln versorgt, damit wir das Ganze nachher per Bot aktualisieren können, weil das Bundesdenkmalamt jedes Jahr die Listen überarbeitet und wir einfach nicht jedes Jahr 36.000 Denkmäler überarbeiten können. Habe ich nicht gesagt? Ja, wurscht. 26, 36. Ja, also und es, wir haben jetzt auch gehört, es geht weiter mit der Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt. Das ist in diesem Fall für uns einfach ein Riesenvorteil, dass wir A, eine zentrale Stelle haben, das heißt, dass wir einfach hier eine Bundesstelle haben und nicht, wie ihr leider in Deutschland, viele verteilte Stellen. Und natürlich der Vorteil, dass wir einfach die tolle Kooperation haben, weil ohne die geht es einfach nicht. Ja, wir haben jetzt mittlerweile 68%, glaube ich, der Bilder. Ich hoffe, mit Wikilabs Monuments 2012 wird es noch mehr. Und ihr seid natürlich alle eingeladen, nach Österreich zu fahren, um mitzumachen. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Im Namen des Bundesdenkmalamts Österreich bedanke ich mich recht herzlich, hier sein zu dürfen. Es ist mir eine ganz große Ehre, zum ersten Mal bei einer Wikipedia-Versammlung dabei zu sein. Ich bin ganz fasziniert von der Atmosphäre und von der Kollegialität, vom Austausch, der hier herrscht. Zum österreichischen Projekt möchte ich sagen, dass die Kooperation von einem unglaublichen Wert für beide Institutionen ist, für das Bundesdenkmalamt ganz genauso wie für Wikipedia insgesamt. Denn die Arbeitsmaterie, um die es hier geht, ist einfach von internationalem hohem Wert. Das kulturelle Erbe, das wir in ganz Europa haben, ist einer der größten Schätze, die wir besitzen. Und ist es einmal verschwunden, zerstört, verändert, dann ist es nicht wiederbringbar. Das heißt, auch die Arbeitsmaterie an sich ist einer der größten Werte, die wir alle miteinander besitzen. Also insofern ist es vom Input, von der Grundhaltung beider Organisationen eine enorme Win-Win-Position, nicht nur für die beteiligten Personen, nicht nur für die Institutionen, sondern insgesamt würde ich sagen, hat das eine europäische Dimension von einer ganz großen Bedeutung. Ich bin sicher, dass es eine große Nachhaltigkeit hier haben wird, denn es ist gesagt worden, das Projekt geht weiter. Es geht nicht nur weiter im Sinne von komplettieren, berichtigen, vervollständigen, sondern auch die Unterschutzstellungen gehen weiter. Das heißt, über unsere knapp 37.000 unterschutzstehenden Objekte wird es eine Erweiterung geben. Wir werden in Hinkunft auch weiter unterschutzstellen. Das heißt, auch Wikipedia Österreich wird weiter Arbeit haben mit uns, unsere Daten zu vervollständigen. Der Enthusiasmus der Wikipedianer in Österreich ist enorm. Wir hätten nie und nimmer im Bundesdenkmalamt die Ressourcen, das zu leisten, was Wikipedia hier geleistet hat, um diese Materie in dieser Qualität hier zu vervollständigen.
Also insgesamt an Wikipedia ein großes Dankeschön. Insgesamt vom Bundesdenkmalamt herzlichen Dank für den Enthusiasmus. Und ich muss es sagen, ein ganz, ganz großes, ganz spezielles Dankeschön an alle österreichischen Wikipedianer, die in unglaublichem Enthusiasmus und ungeahntem Fleiß und Akribie hier Daten beigebracht haben von enormer Fülle und Qualität. Also das ist für uns alle einfach ein halbes Wunder, muss ich sagen. So, Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Danke dir noch. Nach der Kategorie 1, dem Kernbereich von Wikipedia, dem Artikel, und der Kategorie 2, nämlich dem Community-Projekt des Jahres, zeichnen wir nun in der Kategorie 3 das externe Wissensprojekt des Jahres aus. Denn auch außerhalb von Wikipedia gibt es viele großartige Ansätze, freies Wissen unter einer freien Lizenz kollaborativ zu erarbeiten und zur Verfügung zu stellen und auch diese Initiativen in den Mittelpunkt zu stellen. Dafür dient die Kategorie 3 und ich bitte auf die Bühne als Laudator John Weizmann, Jurist, Fachbereich Internetrecht, Projektleiter Recht bei Creative Commons hier in Deutschland und Redakteur bei iRights.info. John. Oh ja, von hier sieht es ganz anders aus. Also ich habe die große Ehre, die Kategorie 3 hier zu verleihen. Und um das nochmal zu erklären, das externe Wissensprojekt ist also ein Wissensprojekt außerhalb des Wikimedia-Universums. Und wer sich da an Douglas Adams und die Frage nach dem Sinn des Lebens, des Universums und des ganzen Rests erinnert fühlt, der liegt nicht ganz falsch, weil entsprechend weit ist halt auch die Spannbreite gewesen der Dinge, mit denen sich unsere Jury befasst hat. Und das hat die Arbeit interessant, aber auch schwierig gemacht. Ich stelle jetzt erstmal kurz die Nominierten vor. Nominierte sind die Aktion Kinder wollen singen. Manche erinnern sich wahrscheinlich noch an, manche erinnern sich noch an einen mittleren Skandal letztes Jahr, als die GEMA von Kindergärten und Kindertagesstätten bestimmte Gelder nachgefordert hat für Noten, aus denen Kinder singen. Und das war also eine Antwort auf diese doch recht krisenhafte Situation. Weiter nominiert die Hectoria Open Source Biological Art. Das ist ein Projekt, was nicht ganz leicht zu fassen ist. Und das ist, glaube ich, auch so gewollt. Es geht dabei darum, sowohl Wissenschaft, also im biologischen Sinne, als auch Kunst zusammenzubringen und das Ganze unter den Prämissen und unter den Idealen des freien Wissens, der Open Source, der freien Software und auch der freien Inhalte allgemein. Das dritte Nominierte war die offenebibel.de. Offenebibel.de ist ein kollaboratives Projekt zur Übersetzung der Bibel unter offener Lizenz. Also die Bibel hat bekanntlich eine lange Tradition von Übersetzungen, aber so richtig freie Übersetzungen, die auch entsprechend frei zugänglich sind im Sinne der freien Lizenzen von heute, gab es so noch nicht. Und das möchte dieses Projekt machen. Als viertes nominiert OpenStreetMap. OpenStreetMap dürfte vielen ein Begriff sein, also ganz legendäres Projekt im Bereich der freien Inhalte und so auch in seiner Form bisher wahrscheinlich einzigartig, auch in seiner Reichweite und in der Komplexität seiner Community und in der Aktivität seiner Community. Und weiter nominiert VroniPlug, die Plattform gegen Plagiarismus. Auch die aus den Schlagzeilen bekannt letztes Jahr. Ich brauche es jetzt hier nicht alles zu wiederholen, aber VroniPlug ebenfalls als ein kollaborativer Ansatz, als ein Wissen, was neu in die Welt gestellt wird. Natürlich ein sehr spezielles Wissen, ein sehr kontroverses Wissen und auch nominiert. So, und gewonnen hat, jetzt tue ich so, als wüsste ich das noch nicht. Gewonnen hat das VroniPlug-Wiki. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, und jetzt wird es wieder kollaborativ, nämlich unsere Laudatio haben wir uns auch in der Jury gemeinsam überlegt, deswegen lese ich das auch ein wenig ab. Eine Laudatio, so sagt zumindest die Wikipedia, sei eine Lobrede auf eine Person. Insofern müsste der Artikel wahrscheinlich überarbeitet werden, denn hier geht es offensichtlich nicht um eine einzelne Person, sondern um ein Projekt. Und außerdem mag das folgende Zitat, mit dem ich anfange, vielleicht zunächst nicht so recht zu einer Laudatio passen. Zitat: Die Motivation der durchweg jüngeren Plagiatjäger vergleicht ein älterer Sachkenner mit dem Idealismus von Rentnern, die Falschparker aufschreiben, statt das den offiziell Zuständigen zu überlassen. Zitat Ende. Das schrieb im August letzten Jahres der Journalist und Vroniplag-Kritiker Hermann Horstkotte in einem Artikel für Zeit Online. Also wir nähern uns dieser Laudatio von der Seite der Kritiker. Die Kritiker von Vroniplag, derer gab es viele und sehr prominente, monierten zuerst und vor allem, dass die dort erhobenen Vorwürfe teilweise anonym erhoben werden. Solche Vorwerfer, hieß es, diskreditierten sich gewissermaßen selbst. Da wird dann häufig davon gesprochen, dass man nur mit dem sprichwörtlichen offenen Visier kritisieren dürfe. Alles andere sei feige und irgendwie unwert. Darum ist oder war für uns auch erstmal die Frage zu stellen in der Jury, wann bzw. ab wann darf man überhaupt öffentlich kritisieren, einzelne Personen? Solange diese Personen im Privaten handeln, ist das sicherlich nicht ohne weiteres möglich, das ist uns allen klar. Aber in dem Moment, wo jemand selber in die Öffentlichkeit tritt und noch dazu mit einer wissenschaftlichen Qualifikationsarbeit, ist einfach mit Kritik und Auseinandersetzung zu rechnen. Also soweit darf man zumindest ab diesem Moment kritisieren. Die Veröffentlichung ist auch bei diesen wissenschaftlichen Arbeiten nicht von ungefähr verpflichtend, denn sie ist seit jeher das Gegenstück zu der Tatsache, dass man später einen Titel entsprechend auch öffentlich führen darf. Eine Art geheimer Doktortitel würde wenig Sinn ergeben und widerspreche auch dem Wortsinn des Begriffs Titel. Soweit so gut. Wie ist es jetzt mit dem nicht offenen Visier, das bei Vroniplag angeblich diese harsche Gegenkritik rechtfertigt? Ein offenes Visier, zumindest so wie wir das verstanden haben, dient in der Regel dazu, von der Person und von der Qualifikation des Kritikübenden auf die Fundiertheit der Kritik zu schließen. Das, denke ich, ist Konsens und es soll natürlich auch davor abschrecken, einfache Schmähkritik zu erheben, die keinerlei Grundlage hat, weil man später für so etwas gerade stehen müssen soll, wenn man das ist das richtiges Deutsch. Das heißt, man soll sich nicht verstecken können hinter einer Anonymität und Leute angreifen, ohne dass das fundiert ist. Dadurch wird aber zugleich umgekehrt klar, dass das offene Visier kein Selbstzweck ist. Wenn Kritik nämlich für jeden nachvollziehbar geübt wird, vorgebracht wird und wenn wissenschaftliche Fehler klar identifiziert und belegt sind, dann werden die Vorwürfe doch nicht dadurch weniger substanziell, dass nicht ganz genau klar ist, wer diese Fehler entdeckt hat. Die Jury meint jedenfalls, es ist nicht deswegen ein valider Kritikpunkt an Vroniplag, weil nicht jeder in diesem Projekt mit Namen bekannt ist. Ein Plagiat ist nicht weniger ein Plagiat, wenn man eben nicht den zweiten Vornamen und die Anschrift dessen kennt, der es entdeckt hat. Reicht es nicht auch, dass in einer Gruppe ein Teil der Mitwirkenden unter ihrer realen Existenz bekannt ist? Ist es nicht verständlich, dass gerade Akademiker, die noch keine feste Position haben, aber ihren Berufsstand als Akademiker in der Gesamtheit gegen Fehlentwicklungen schützen wollen, dies lieber als virtuelle, der Öffentlichkeit unbekannte Inkarnation ihrer selbst tun? Ist dies nicht besser als zu schweigen? Die Jury meint, oh ja, das ist besser. Und erst recht zeigt die Teilnahme einer schon viel länger ausgewiesenen Plagiatsjägerin, nämlich von Frau Weber-Wulff, dass die Kritik an Vroniplag eher fadenscheinig oder fast schon hilflos genannt werden muss. Die Vroniplag-Kritiker monieren weiter, dass die Ambitionen der Mitwirkenden von Vroniplag nicht eindeutig oder schlimmer noch, dass politische Motivationen bestimmter Parteien gegenüber bestimmten Parteien erkennbar seien. Fakt ist, dass auffallend viele Politiker von FDP und CDU in den Verdacht des Plagiierens geraten sind. Fakt ist aber auch, dass die Selbstreinigungskräfte von Vroniplag immens sind. So wurden Mitwirkende des Projekts von der weiteren Mitarbeit ausgeschlossen.
soweit sie sich den Gepflogenheiten des Projektes nicht unterordnen wollten und in der Tat politische Tendenzen erkennbar wurden. Und es ist ebenfalls Fakt, dass von Vroniplak auch Qualifikationsarbeiten untersucht werden, die überhaupt nicht von Politikern stammen. So geraten mittlerweile immer öfter auch Personen aus der Wirtschaft oder auch der Medizin in das Blickfeld der Plagiatsjäger. Somit blieb für die Jury die zweite Frage: Ist die nicht bekannte Motivation der zum Teil eben anonymen Vroni-Plagianer, wenn man sie so nennen will, von größerer Bedeutung als die offensichtlichen Fehler der wissenschaftlichen Qualifikanten? Die Jury war sich da einig, nein. Nicht der Bote der schlechten Nachricht sollte bestraft werden, nicht die Finder der Plagiate haben die Plagiate zustande gebracht. Der Jury lag insgesamt ein Katalog von verschiedenen Fragen und Grundlagen vor, anhand derer wir die Auswahl des Preisträgerprojekts treffen sollten. Zum Beispiel: Erreicht das Projekt das Ziel, freies Wissen zu erstellen? Sind die Inhalte wirklich frei und nachhaltig verfügbar? Widmet es sich einem Thema, das in Wikimedia-Projekten nicht angegangen werden kann? Erreicht es eine nennenswerte Öffentlichkeit? Ist die Möglichkeit der freien und möglichst einfachen Partizipation von weiteren Mitwirkenden gegeben? Und so weiter und so weiter. Vroniplak gehörte eindeutig zu den Projekten, bei denen nur sehr wenige Abstriche bei all diesen Ansprüchen zu machen waren. Für die Jury war am Ende klar, dass Vroniplak von allen auszeichnungswürdigen Projekten, und alle, die hier nominiert sind, sind wirklich gute Projekte, 2011 den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen hat. Es war in der öffentlichen Wahrnehmung am präsentesten, es widmet sich einem wichtigen Thema und es geht dieses seinen Kritikern zum Trotz auf angemessene und faire Weise an. In diesem Sinne, der Zedler-Preis für freies Wissen in der Kategorie externes Wissensprojekt des Jahres 2011 geht an Vroniplak. Herzlichen Glückwunsch. Bitte jetzt auf die Bühne kommen. Ja, da. Herzlichen Glückwunsch. Während ihr die Preise überreicht und die Fotos gemacht werden, für die Kategorie 3 gibt es einen zusätzlichen Preis. Nachdem aber die geplante Zuschaltung von Karl Theodor zu Guttenberg aus, sagen wir, technischen Gründen nicht zustande kommt, müssen wir noch mal schauen. Wir wissen es tatsächlich, beim externen Projekt fällt es uns etwas schwer. Deswegen würden wir euch bitten, gemeinsam mit uns etwas zu finden, wo wir eure Arbeit unterstützen können, im technischen Bereich, im organisatorischen Bereich, was auch immer. Wir tun das gerne, um damit auch noch mal euren Preis zu würdigen. Herzlichen Dank noch einmal und ich darf euch, wenn ihr möchtet, ans Mikrofon bitten. Tim Bartelt. Ich werde es relativ kurz halten, weil viele Sachen, die ich einfach ansprechen wollte, einfach schon in die Laudatoren schon vorweggenommen haben. Erstmal, warum ich hier stehe, ist, dass, wie wir schon gehört haben, der Preis geht natürlich weder an einen von uns beiden, sondern an die Community als Ganzes. Gerade im Vroniplak-Wiki ist es so, dass die allergrößte Zahl der Nutzer pseudonym bleiben möchte, aus verschiedenen Gründen und teilweise aus sehr guten Gründen. Und deswegen haben wir uns so geeinigt, dass ich entsprechend als Betreiber, ich arbeite für die Betreiberfirma, den Preis entgegennehme und auf jeden Fall den Dank von der Community ausrichte, die sich sehr extrem gefreut hat. Ich glaube auch, was der Community einfach wichtig ist, ist zum einen, dass das Thema überhaupt durch die Aktivität erst einem größeren Kreis auch im nicht-akademischen Bereich erstmal bewusst geworden ist. Ich glaube, dass es einfach auch dazu geführt hat, dass es eine große Diskussion über das Thema an sich überhaupt erstmal angestoßen worden ist. Wir sehen ja, dass sich inzwischen ein paar Sachen verbessern. An der Zahl der Fälle im Vroniplak-Wiki sind inzwischen über 25 Fälle untersucht worden, sieht man, dass es halt eben keine Einzelfälle sind, sondern dass es doch zu häufig passiert. Und das kann natürlich nicht die Aufgabe eigentlich von einer freien Community sein, diese Fälle aufzudecken. Das muss natürlich schon irgendwo vorher im akademischen Betrieb eigentlich passieren. Die Freiheit am Projekt sah man auch sehr schön, gerade dadurch, dass viele Fälle von den Medien aufgegriffen worden sind und entsprechend beispielsweise die Barcodes weiterverwendet worden sind. Und wie auch bei der Wikipedia sehen wir, dass wir da der Presse ab und an noch etwas weiterhelfen müssen, wie genau freie Lizenzen einzuhalten sind. Aber auch das ist ja ein guter Punkt. Ja, insofern von der Community vielen Dank. Ein paar Leute sind ja entsprechend namentlich bekannt. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht noch was sagen möchtest. Ja, danke schön. Mein Name ist Gerhard Dahnemann. Ich lehre am Großbritannien-Zentrum der Humboldt-Universität und stehe hier mit völlig offenem Visier vor Ihnen. Gerne stellvertretend für die Hunderten.
von aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ehemalige wie jetzige, Bekannte und weniger Bekannte, hoffentlich auch für die vielen künftigen, von denen ich meine Hoffnung ausdrücken darf, dass auch die Zedler-Preisverleihung sie uns weiter zutreiben wird. Ich würde Wohniplag wünschen, dass es überflüssig wird und dass wir keine neuen Fälle zu behandeln kriegen. Es ist aber unwahrscheinlich, dass das bald sein wird. Insofern kann man weitere Unterstützung natürlich gebrauchen. Das, was Wohniplag groß gemacht hat, ist dasselbe, denke ich, was die Wikipedia groß gemacht hat. Natürlich für Wohniplag auf viel bescheiderem Niveau. Crowdsourcing, ehrenamtliche Arbeit, ein Wiki als Plattform. Manche von uns haben sich schon lange mit Plagiaten rumschlagen müssen. Ich bin auch einer davon. Ich gehöre zu denen, die heute gestehen müssen, wir haben das Problem völlig unterschätzt. Wie viel plagiiert wird, wie viel in der einzelnen Arbeit plagiiert wird. Wir haben früher in der Wissenschaft vielleicht mal 10%, 5% einer Arbeit ausfindig machen können. Mit der Wiki-Methode kann man das darstellen, und zwar für alle transparent. Und das ist schon ein toller Erfolg. Wir hoffen damit auch den Anstoß zu setzen für eine künftige Diskussion, für eine künftige Auseinandersetzung. Ja, und wie gesagt, mit der Ambition, dass wir uns selber überflüssig machen. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke, John. Dankeschön. So, mit der Kategorie 3 und dem Wohniplag-Wiki gewinnt tatsächlich ein Projekt, das sich der Jagd nach Plagiaten verschrieben hat, gewinnt den Zedler-Preis, und kurz nach der Veröffentlichung des Zedler Universallexikon stellte sich heraus, dass ein Großteil der 278.000 Artikel Plagiate waren. Insofern passt das ausgesprochen gut, wie ich finde. Die Jury hat es sich sicherlich nicht leicht gemacht, aus den 117 Einreichungen die drei eben gekürten Gewinner zu wählen. Denn wer eine Wahl macht, der muss eine Auswahl treffen. Das heißt, er muss Dinge, die er eigentlich auch großartig findet, kann er nicht bedenken. Und bei zwei Projekten, Artikeln hat die Jury gesagt, auch wenn sie nicht in den Kategorien 1, 2 oder 3 ausgezeichnet werden, so sind sie doch von einer solchen Großartigkeit, Originalität, oder sie zeigen etwas Kleines, aber doch so Schönes, dass wir wollen, dass auch das öffentlich gewürdigt wird. Und daraufhin hat sich die Jury, denn der Zedler-Preis ist der Preis, den jeder bearbeiten kann, hat sich die Jury entschlossen, zwei Sonderpreise zu vergeben. Und somit kommen wir jetzt zur Vergabe der Sonderpreise. Der eine Sonderpreis geht an den nominierten Artikel Pizzakarton. Und ich bitte die beiden Autoren, South Park und Salina 01, auf die Bühne. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und damit ihr zukünftig auch das, was man in einem Pizzakarton tun kann, selber machen könnt, habt ihr hier ein Do-it-yourself-Paket zum Pizzabacken. Herzlichen Glückwunsch euch für den großartigen Artikel Pizzakarton. Wer ihn noch nicht gelesen hat, lesen. Denn es ist ein sehr guter enzyklopädischer Artikel. Der zweite Sonderpreis, den wir vergeben, vielen Dank, der zweite Sonderpreis, den wir vergeben, geht an ein ganz kleines, fast möchte man, man versucht zu sagen, zartes Projekt. Es geht dabei darum, dass Wikipedianer das, was sie tun, ehrenamtlich tun, dass das, was sie tun, in ihrer Freizeit geschieht, ohne dass sie dafür etwas zurückbekommen, bis auf einige wenige, die sich gesagt haben, ich möchte etwas zurückgeben. Und ein Initiator eines solchen Projektes ist der Benutzer Ephraim33 mit seinem Projekt Blume der Woche. Diese Blume wird an Benutzer vergeben, die einfach etwas Tolles gemacht haben und denen die Community Dank sagen möchte, und kriegt daraufhin die Blume der Woche auf seine Benutzerseite. Ich weiß ehrlich gestanden nicht, ob der Benutzer Ephraim33 heute hier ist, und wenn, ob er dann auf die Bühne kommt möchte, dann würde mich das sehr freuen. Ich schaue etwas. Ah. Herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch.
für dieses tolle Projekt. Wir haben uns als kleinen Preis überlegt, wir haben in deinem Namen eine Patenschaft für die Heidenelke im Botanischen Garten Frankfurt-Main unterstützt. Und die Heidenelke ist die Blume des Jahres 2012. Genau. Und das als kleine Anerkenntnis für dein großartiges Projekt. Vielen Dank dafür. Hier seht ihr, so sieht es auf der Webseite des Botanischen Gartens Frankfurt-Main aus. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Hier ist noch der Sonderpreis. Ja, das war der Zedlerpreis für freies Wissen 2012. Im Hintergrund, ihr hört es schon, werden die Sektflaschen geöffnet. Das ist ein Zeichen dafür, dass es einen Sektempfang gibt, zu denen ich euch herzlich einladen möchte. Ich bedanke mich bei der Jury, ich bedanke mich bei den Nominierten, bei den Preisträgern, bei der Community, bei allen, die dabei mitgewirkt haben, dass der Zedlerpreis für freies Wissen 2012 verliehen werden konnte. Ich freue mich jetzt auf viele Gespräche und lade euch, Sie dazu herzlich ein, draußen zu Sekt und anderen Getränken. Bevor jetzt alle aufspringen, möchte ich alle Preisträger, Jurymitglieder, Nominierten auf die Bühne bitten, damit wir hier noch einige Reihe von Fotos machen können, Urkunden verleihen etc. Also all euch bitte ich hier vorne herzukommen und den Rest lade ich jetzt schon herzlich ein zum Sekt. Und die Preisträger müssen sich keine Sorgen machen, wir haben Sekt aufgehoben, wenn ihr etwas später kommt. Herzlichen Dank.